Donut Secret 1. Hier gibt es auf jeden Fall zwei Ausgänge. Und es ist ein Unterwasserlevel. Ich hasse Unterwasserlevel. Irgendwie sind Unterwasserlevel blöd. So, jetzt haben wir schon alle elementaren Gegnerarten gesehen, nämlich der hier unten, der Schlummerfisch, der ganz schön abgeht, wenn er wach wird und nicht bemerkt. Leider sind diese Unterwasserlevel tatsächlich gut für Feuerblumen gemacht, nämlich deswegen. Dann gibt es noch die Katzenfische hier. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich Katzenfische nennen oder wie sie nur Katzenfische genannt haben, weil wenn sie an Land, die können auch an Land so ein bisschen überleben. Und wenn sie das tun, dann hüpfen sie da auf dem Rücken irgendwie herum und sehen aus wie Katzen. Ein Pi-Balloon. Und, na toll. Nein, mein schönes Cape. Da wäre der andere Ballon drin gewesen. Na toll. Egal, ein sinnloser Raum. Da oben gab es, glaube ich, nur ein extra Leben oder so. Achso, wenn man den Katzenfischen an Land begegnet, dann hüpfen sie auf dem Rücken rum und sind total verletzlich. Man kann einfach durchrennen und sie sind platt. Und dann gab es noch diese Fische in Grün, wie sie auch immer heißen mögen. Die schwimmen einfach nur von A nach B, ohne Rücksicht auf Verluste und kommen dann auch immer wieder zurück. Haha, hab dich erwischt. So, der P-Switch, der hatte irgendwas zu sagen. Übrigens, wenn man so einen P-Switch mitnimmt, hier die Grünen, die schwimmen einfach durch und drehen nicht um. Die Katzenfische haben ihren bestimmten Weg. So, hier übrigens halte ich nur... Achso, ihr seht das unten nicht. Vielleicht auf der Kamera. Ich halte übrigens unten nur Y gedrückt und den Rest macht Mario ganz von alleine. Das ist der Vorteil, wenn man mit einem P-Switch unterwegs ist. Nein, das war jetzt der Nachteil, wenn man zu doof ist. So. Damit haben wir den Secret hier auch. Und ich habe noch extra Leben. Und den ersten Secret in Donut Secret 1 habe ich. Hier wäre noch Donut Secret House. Das mache ich aber nicht. Morgen mache ich erstmal den normalen Exit in Donut Secret 1, weil ich hasse Wasserlevel. Bis morgen.